Oh. Okay, erstmal mit der Steuerung wieder hier klarkommen. Ach ja, wir haben ja auch einen größeren Rucksack gekauft. Das ist schon mal sehr gut. Ich schalte mal kurz im Fernseher ein. Was gibt es denn? Was sagt denn das Wetter? Die Nacht wieder. Auch schon wieder alle Sonne. Also, das heißt. Ach, wir können ja eh noch keine Samen kaufen. Wir haben ja eh noch nicht die Gießkanne. Das Leben auf der Farm. Tipps für Fortgeschrittene. Okay, okay. Ja, okay. Nachrichten. Ah, gut. 22. Kochwettbewerb findet heute. Ach nein, wir können ja immer noch nicht mitkochen. Wir haben ja immer noch nichts. Wir sind ja nutzlos. Man hat uns hier einfach auf die Farm geschickt, ohne dass wir irgendwas beherrschen. Okay. Das Einzige, was wir können, sind Samen gießen. Kann ich meinen Rucksack hier irgendwie sortieren? Oh. Gut, dass das nicht laut war. Okay. Zack. Okay, da sind... Okay, so geht's einfach. Gut. Ja, man lernt nie aus. Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ach, ich habe keine Sense. Wir können aber mal ein paar mehr Werkzeuge nehmen. Einfach, weil wir jetzt den Platz dafür haben. Zeit. Immer muss man hier die Farben sauber halten. Um 7.10 Uhr ist doch eh noch keiner von den draußen, oder? Das Pferd. Ich habe immer noch keine Bürste. Glücklich scheint es ja zu sein. Hoffe ich. Nice, eine blaue Pflanze. Das können wir nochmal diesen... Ah, da kommen die her. Okay, dann müssen wir das viel öfters so machen. Hoppala. Und ich sammle das Gras immer auf und verkaufe es, weil ich dachte, es wäre nutzlos. Aber die Farmen, die brauchen wir ja, um diese Naturgeister zu besänftigen. Damit die unsere Freunde werden. Von den Gelben findet man ganz schön viele. Nice. Blau ist immer gut. Blau bedeutet für mich Wasser und Wasser bedeutet für mich, dass wir weniger die Samen später gießen müssen. Ich bete einfach, dass es tatsächlich so ist. Oh Gott, er ist ja jetzt schon aus der Puste. Gut, dann gehe ich eben... wie schnell der aus der Puste ist. Wahrscheinlich habe ich hier so einen allergischen Asthmatiker, der gegen jegliche Pollen allergisch ist. Gegen jegliche Gräser und er ausgerechnet erst ein Farmer. Ich bin ein Farmer. Kann ich erstmal in Ruhe meinen Kaffee trinken. Gold. Ich denke mal, wir sparen das auf und holen, wenn dann Sommer ist. Ich glaube, der Sommer wird in 8 Tagen sein, denke ich, für den Sommersamen. Dann ist die Gießkanne auch besser. Vielleicht haben wir bis dahin auch die Naturgeister ein bisschen besänftigt und können uns dann noch mal finanziell absichern hier auf diesen teuren Hof ohne Bürste immer noch 800 Gold, Gil, was auch immer kostet. Besuch mal meine Freundin Jennifer. Gucken, ob ich sie antreffe. War doch hier, oder? Jennifer? Nie ist sie zu Hause. Dabei will ich doch einen romantischen
Tag in ihrem Zelt verbringen. Verstehe es nicht. Okay, dann können wir ja gleich mal... Nice. Okay. Oh, wir haben schon 15 Uhr. Ich vergesse das immer, dass die Zeit hier so schnell umgeht. Gehen wir mal die Stadt erkundschaften, mal sehen, ob wir ein paar Freunde finden. Keiner hier. Hallo? Hallo? Ah, erst mal gucken, ob wir noch schnell zu den Naturgeistern. Ich glaube, selbst die haben eine Zeitbegrenzung. Auch die Naturgeister halten sich an Geschäftszeiten. Hallo. Oh, wie geht das nochmal? Ach ja, mit einem rechten Analogstick. Ist ein bisschen kompliziert. Oder verwirrend. Und spreche ich jetzt mit dem blauen oder mit dem gelben? Ich hoffe mit dem blauen. Ja. Allerbesten Dank, das ist echt toll. Ich weiß. Wow, juhu, danke, danke, danke. Das finde ich super, mega gut. Ach, die Sonne, die ist immer so glücklich. Für was bist du eigentlich? Du bist ein Kürbis. Ob der für die Samen zuständig ist? Ich denke nicht. Für was bist du gut? Hm. Okay. Hätten wir das erstmal. Ich hätte auch alles geschlossen. Ich wäre wahnsinnig. Wir haben noch erstmal 20 vor 5 hier. Okay. Ach, heute ist Sonntag. Was für Faulpelze. Hallo. Ach, komm. Wo sind denn da? Schließen die sich alle sonntags ein? Gehen die dann noch nicht mal irgendwie zusammen raus oder so? Okay, es ist 18 Uhr. Es hat aber gepasst, wo ich die Tür angefasst habe, ist das Licht angegangen. Aber gut, das geht überall an. Komm, ernsthaft? Hm. Bis 16 Uhr. Bin heute nur eingeschränkt im Laden. Okay. Oh, nice. Oh, nice. Ah, wir haben schon 20 Uhr. Okay. Das Pferd, das reitet hier immer glücklich durch die Gegend. Was ich, wie gesagt, ein bisschen... Juhu, die Stufe meiner Sichel ist gestiegen. Jawohl. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist einfach, dass man anscheinend... Also wir werden es, denke ich, morgen herausfinden. Ich stehe so lange vor die Tür, vor dieser Werkstatt da unten, bis sie geöffnet habe, weil jedes Mal verpasse ich es, dass man seinen Hof nicht so aufhübschen kann, wie bei Stardew Valley zum Beispiel, dass man, wie gesagt, hier irgendwie Holzbretter hinlegen kann. Man kann den Hof an sich ein bisschen verschönern,
Aber das sind dann fertige Sachen wie Haus größer machen oder einen neuen Tisch oder sowas. Also so wie ich das verstanden habe. Vielleicht irre ich mich ja auch. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Njom, 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 njom. Njom, 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 njom. Ha, ein neuer Start in den Tag. Und immer pflück ich meine Traum. So, ich stehe jetzt die ganze Zeit vor seinem Laden und wehe, der hat nicht geöffnet. Du machst heute auf. Geöffnet täglich außer samstags. 11 bis 16 Uhr. Okay. Wir haben 6.50 Uhr. Gut, dann. Aha, hau bloß nicht ab. Baumstumpf kam mit einer Axt Stufe 2. Oh, ach so, Stufe 2. Sowas beherrsche ich nicht. Dann gehe ich mal auf der Farm meine Axt ein bisschen aufleveln. Komm, hier liegen doch bestimmt ein paar Baumstümpfe rum. Oder Ästchen. App. Das Lustige ist, wenn man die Zeit im Auge hat, geht sie langsam vorbei. Aber das ist der Klassiker, kennt man ja nicht anders. Ups. Oh, nice. Ja, damit. Wie lange braucht diese Axt denn, um zu leveln? Wir haben doch schon ein paar Äste damit klein geschlagen. Geht doch, man muss nur meckern, dann funktioniert es auch. Bringt der Honig gar nichts? Doch, aber nicht viel, okay. Ach, der Polizist. Warum kann er da schon rein? Wieso kann er da einfach rein? Jetzt haben wir 11 Uhr. Das ist einfach der Polizist. Das ist nicht koscher. Wurde der Polizist jetzt gerade auf frischer Tat ertappt? Was schleichst du hier rum? Wenn ich auf Patrouille gehe, mache ich immer einen Zwischenstopp bei Herrn Gotz. Ah. Oh, du bist es nur, Atmos. Entschuldigung, ich wollte nicht unhöflich sein. Alles gut. Kaufen. Okay, man. Ach ja, wir waren schon mal hier drin. Fällt mir jetzt gerade mal auf. Das meine ich. Das ist schade. Das heißt, man kann nur Holz kaufen. Oha, okay. Da. Warum kann ich es nicht kaufen? Ach so. Wir haben erst 50. Ah, okay. Stadtvilla. Warum? Das finde ich so schade, dass man das nicht machen kann. Dass man nicht wenigstens... Hoppala. Hier irgendwie noch ein paar Anleitungen hat, wie man... Irgendwie ein Brünnchen oder irgendwie ein... keine einen Steg oder sowas baut. Einfach damit der Hof schön aussieht. Das scheint mir doch für so ein Spiel, was mit Crafting zu tun hat und mit Freunden zu, Freunde finden, sowas so Stardew Valley Harvest Moon ähnlich ist, ein bisschen zu wenig gerade. Oder vielleicht kommt das noch, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Okay. Ich kann das ja auch nicht irgendwie umräumen oder so, ne? Nee. Das sieht so aus, wie es aussieht. Unordentlich. Ah. Oh. Der Charakter macht mich noch wahnsinnig. Heute ist ein neuer Tag, da kommen wir wieder zu den Naturgeistern. Ist unsere Kanne schon fertig? Jawohl. Nice. Die Axt bitte verbessern. Ist ja wieder Silber nicht dabei, verdammt. Bitte schließ noch nicht, ich komme sofort wieder. Ich beeile mich. Oh mein Gott. Warte auf mich. Schrank. In meinen Schrank verstaue ich natürlich die ganzen Materialien. Oh mein Gott. Schnell. Axt. Nice. Axt oder den Hammer? Ich glaube erst die Axt, dann den Hammer. Ja, komm. Wie? Oh nein. Es muss noch ein Level up machen. Ach, verdammte Axt. Oh mein Gott! Okay. Die Melkmaschine, das hört sich einfach so widerlich an. Das muss man einfach mal sagen. Okay. Gut, dann müssen wir die Axt und sowas noch ein bisschen leveln. Kann ich jetzt eigentlich, weil die Axt ist ja jetzt Stufe 2, kann ich das jetzt damit kaputt machen? Aber sie ist doch Stufe 2. Nur weil sie jetzt keine Bronze-Legierung hat? Merkwürdig. Mhm. Wann wirst du mein Freund? Wie viel Gras muss ich dir eigentlich noch geben? Ich komme richtig schlecht vor, dass ich so kleinen Kindern die ganze Zeit Drogen hier verkaufe. Oder schenke. Ich verkaufe sie ja noch nicht mal. Ich verschenke einfach Gras die ganze Zeit an so kleinen Mini-Rackern. Ah. Mag er eigentlich Traum? Du bist doch Wald. Oder was bist du? Warte mal. Bevor ich da was mache. Pflaume, okay. Du bist... Okay. Blaubeere. Ist sowas ähnliches wie eine Blaubeere. Okay, er mag es sogar. Okay. Ja, bitte. Oh. Oh,
Verzeihung, mir war nicht bewusst, dass heute noch jemand zur Untersuchung kommt. Na, wenn das nicht Atmos ist, ernährst du dich gesund? Ja, natürlich, die ganze Zeit von Trauben und Honig. Das hört sich gut an. Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu einem fitten, gesunden Körper. Die meisten Leute in dieser Stadt sind gesund. Wir leben an einem Ort, an dem die reichen Segen der Natur den meisten Krankheiten erfolgreich Paroli bieten. Aber ich sitze trotzdem jeden Tag über den Büchern. Die Medizin ist ein unendlich großes Feld. So wie mein Feld, Herr Doktor. Für viele Probleme haben wir noch immer keine Lösung. Wie geht es dir, Atmos? Die Arbeit auf der Farm ist sicher nicht leicht zu bewältigen. Die Farmarbeit ist eine der körperlich anstrengendsten Tätigkeiten, die es ergibt. Pass auf dich auf. Bei gesundheitlichen Problemen, über die du lieber nicht mit mir reden möchtest, ist Schwester Ellie gerne für dich da. Schlawiner. Auf jeden Fall sind wir bei jeglicher Gesundheitsfragen deine Ansprechpartner. Oh, da fällt mir ein, Atmos. Ich habe gerade Medizin aus einer anderen Stadt erhalten. Möchtest du sie probieren? Im Gegensatz zu der Medizin, die wir sonst hier verkaufen, stellen sie nicht nur Ausdauer wieder her, sondern machen auch müde Knochen wieder munter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder hier jeden unter Drogen setzt. Der einzige Nachteil ist ihr relativ schwacher Effekt, weswegen sie noch nicht offiziell auf dem Markt ist. Ich habe sie verbessert, um die Wirkung zu verstärken, allerdings auf Kosten des Geschmacks. Ein bisschen Medizin schadet nie. Oho, es scheint, dass ich dich richtig eingeschätzt habe. Also los, trink es in einem Zug aus. Herr Doktor, ich fühle mich so schwummrig. Oh je. Ah, es schmeckt also so schlimm, wie ich erwartet hatte. Aber wirken tut es noch, oder nicht? Ich dachte mir, dass du die Medizin zu schätzen wissen würdest. Möchtest du noch mehr davon? Verzeihung, ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt. Zu viel von meiner Medizin zu nehmen, kann negative Auswirkungen haben. Vielen Dank für unser Treffen heute, Atmos. Nun habe ich eine Menge Stoff zum Nachdenken. Aha. Hallo. Der Doktor hat einen glühenden Forscherdrang. Von ihm könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Tresen. Ich kann lesen. Bom. Oh, hier sind aber viele Leute. Heute ist mein wöchentlicher Einkaufstag. Ich freue mich immer darauf, was der Gemischtwarenladen auf Lager hat. Onigiri. Brot. Soll ich mal ein bisschen hier von diesem Mehl und sowas kaufen? Hallo. Kann ich dir helfen? Danke. Oh, so ein Zufall. Ich erledige heute Aufträge für Mama. Mama kauft immer viel zu viel. Meine Arme sind zu schwach, um das alles nach Hause zu schleppen. Soll ich dir helfen? Okay, dann nicht. Habe ich mit dir schon geredet? Oh, einen Topf kann man nicht kochen. Achso, nee, ich glaube. Ach, egal, scheiß drauf. Wir kommen das so vor, als wollen die gar nicht mit mir reden.
Gib nur zwei dazu. Da sind ja die Trauben besser. Wozu hole ich dann das Onigiri? Ach, das ist auch eine Kochzutat, ne? Wie, ich kann ihn da nicht reinpacken? Wieso muss ich das jetzt alles mit mir rumschleppen? Was sollen die Grütze? Wozu ist denn der Schrank da? Oh mein Gott, ich brauche einen Kühlschrank oder sowas. Aber wie kriege ich einen Kühlschrank? Ganze Geld ausgegeben für Eier oder Hühnerfutter. Der Laden da, der Werkzeugtyp hat ja eh zu. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich brauche einen Kühlschrank oder so. Jetzt habe ich hier so viel Essen, was ich mit mir rumschleppen muss. Messer und Gabel frei für den Stab von das delikate Duell. Aha. Mixer Gewürzset. Wo bekomme ich das denn her? Ja, ich habe dieses Rezept gelernt. Fruchtsaft. Ey, cool. Oh, okay. Wo kann ich das denn jetzt einsehen? Ich verstehe es nicht. Um ehrlich zu sein. Erstmal speichere ich das ab. Weil wir ein Rezept gelernt haben. Jetzt sehe ich das richtig, dass wir jetzt einen Mixer brauchen. Im Moment kümmert Mama sich um den Laden. Ach, sie sagt immer dasselbe. Ich komme hier vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Acht bis 21 Uhr. Ey. Hey, 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 Jennifer. Ich kann Herrn Carter, dem Pfarrer, einfach nicht verstehen. Was für ein irritierender Mann. Woran glaubt er denn eigentlich?
Alle sind wirklich wundervoll. Ich gebe aber zu, dass ein paar sehr einzigartig sind. Du bist doch hier so ein... Hier, du siehst doch in allen Energie. Reicht dir das nicht, wenn ich dir Gras schenke oder sowas? Oh ne, die hat letztes Mal darüber gemeckert, oder? Komm, hier. Eine gelbe Sprosse. Oder... Ja. Danke. Die war bestimmt sehr begeistert von dem Geschenk. Natürlich hat er dienstags geschlossen. Oh, meine Güte. Mann, Mann, Mann. Schon gut befreundet. Meine Aufgabe ist es, die Party-Einladung verlangen. Kann ich dir helfen? Um Hilfe bitten. Alter, ich schenke dir jeden Tag Gras, Mann. Umsonst. Das kostet normalerweise ein Gramm 10 Euro. Und er sagt, wir sind keine Freunde. Unglaublich. Ich muss mal... Okay, hier kommt man hin. Größer ist die Map nicht eigentlich. Gibt es hier sonst nicht mehr zu tun? Oder kommt man vielleicht mit dem Steg irgendwann woanders hin? Weil gerade ist irgendwie... Also ich denke, es kommt noch sehr, sehr viel dazu, aber... €50 für das Spiel finde ich jetzt ein bisschen happig, um ehrlich zu sein. Also bis jetzt... ist man sehr limitiert, muss ich sagen. Quack, 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 quick, quick, quick. Hier ist ein Boot. Kann ich damit nicht fahren? Boot. Boot. Grüß dich, Atmos. Überarbeite dich nicht, okay? Okay. Nur im Sommer geöffnet, okay? Oh. Was mache ich denn jetzt damit? Es wäre eine Verschwendung, es wegzuschmeißen. Hey Atmos, gutes Timing. Ich habe mich gerade gefragt, was ich mit diesem Ding machen soll. Weißt du, ein alter Freund von mir ist ausgezogen und hat mir seine Angelrute hinterlassen. Ich persönlich angel nicht. Also habe ich mich gefragt, was ich mit dem verdammten Ding anfangen soll. Die Angel ist noch im guten Zustand, also wäre es schade, sie wegzuwerfen. Was denkst du, Atmos? Möchtest du sie haben? Ich habe das Gefühl, dass du ein Talent für das Angeln besitzt, so für wie alles... Um zu fischen, rüste eine Angel aus und drücke auf den Werkzeugknopf, um die Angelschnur gerade nach vorne auszuwerfen. Sobald die Angelschnur ausgeworfen wurde, lehn dich zurück und warte, bis ein Fisch anbeißt. Wenn ein Fisch anbeißt, bewegt sich der Schwimmer stark. Drücke in diesem Moment auf den Werkzeugknopf, um den Fisch einzufangen. Wenn der Fisch entkommt, warte einfach, bis der nächste Fisch anbeißt. Wenn dein Timing schlecht ist, kann es sein, dass dein Haken leer bleibt. Aber gib nicht auf, wirf die Angelschnur aus und versuche es erneut. Wenn es an dem Ort, an dem du fischst, keine Fische gibt, kannst du lange warten. Es wird keine Anweisung, versuche es an einem anderen Ort. Je nach Ort und Jahreszeit können unterschiedliche Fischarten gefangen werden. Fische an unterschiedlichen Orten und zu verschiedenen Zeiten. Es kann sogar vorkommen, dass du einen Premium-Fisch oder seltene Gegenstände findest. Okay. Und jetzt geh da raus und angel, was das Zeug hält. Natürlich.
Ah, du hast einen guten Gegenstand bekommen, ja? Aha, aha, aha. Ich will auch einen Kühlschrank haben. Juhu, da hat was angebissen. Okay, das scheint relativ einfach zu sein. Das Problem ist, ich weiß jetzt ganz genau, ich kann den Fisch nicht lagern. Auch vielleicht im Teich. Das ist der größte Fisch der Art, pazifischer Hering, den ich bis jetzt gefangen habe, okay? Kann ich die Gießkanne eigentlich mit Salzwasser füllen? Sehr gut, das wird sehr gut für unsere Farm sein. Nein, er ist entkommen. Nochmal. Okay. Ah. Okay, 24 Zentimeter. Muss ich das gedrückt halten oder wie ist das? Eine Sardine, aha. Aber die Sardine wird beim Hering gelagert. Was soll das denn? Japanischer Sandfisch. Die werden ja alle bei denselben Fischen gelagert. Oh. Interessant. Juhu, du hast da. Ich hab einen Stiefel. Ups. Auch nicht. So. Wer hat den denn weggeworfen und ist er dann mit nur einem Schuh weiter? Wenigstens ist das Wasser jetzt sauberer. Okay. Wo kriege ich einen Mixer her und wo kriege ich... Wo kriege ich einen Kühlschrank her? Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Essen hier in der Hand rumlaufen. Den Schuh kann ich da reinpacken. Und das Gras, aber... Ah.
Hopp. Okay, komm, wir haben 19.30 Uhr. Leg dich mal schlafen. Das hat keinen Sinn. Wir kriegen hier nichts. Alles hat immer... Alle arbeiten hier. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier irgendwie 20 Stunden am Tag arbeitet und der Rest irgendwie nur 2 Stunden. So wie die Geschäftszeiten sind. Jetzt regnet es und wir haben keine Samen. Nein. Wo kriege ich diesen blöden Mixer her? Zehn bis 16 Uhr. Ich finde, man ist echt eingeschränkt. Also bei Stardew Valley hatte man wenigstens mehr. Zumindest konnte man da in der Mine noch gegen Monster und sowas kämpfen. Zehn bis 16 Uhr. Ich vergesse jedes Mal die Zeiten. 9 bis 17 Uhr. Okay, dann bleiben wir hier. Denke ich. Sonst nix. Kriegen wir dann diesen blöden Mixer her? Tee. Ey, weißt du, wo ich einen Mixer herbekomme? Oh, Atmos. Ah. Samen und Ware. Nur 5000 Gil, aber dann haben wir nichts für die Sommerernte. Das kann ich jetzt noch nicht machen. Erdbeerkalb? Kaffeekalb? Kaffeemilch, Erdbeermilch und Fruchtmilch. Das ist interessant. Ja, das ist lustig. Das gefällt mir. Ach ja, die weiß das Wetter gar nicht zu schätzen. Bei diesem Wetter kann man am besten zocken. Hier lang. Hier um 11 Uhr wieder. Wo kriege ich... Gibt es sowas wie einen Kühlschrank oder einen Mixer? Wo kann ich den kaufen? Das gibt's doch nicht. Ah. Thank you.
Okay. Oder kann man. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Ich glaube, das ist nur Verschwendung. Oder man muss einfach mal testen. Man macht die Stufe 3, mit Hammer Stufe 3. Wo war der Geheimweg, wo ich hin wollte? Ich glaube, der war hier. Aber was heißt Geheimweg? Aber wir müssen den Hammer auf Stufe 3 machen. Aber dann brauchen wir auch Golderz. Dass wir dann hier weiter können. Wo kommen wir dann dahin? Oh, hallo Atmos, was führt dich heute zu mir? Die Energien, die der Berg ausstrahlt, beruhigen meine Seele. Ich verfolge sie jetzt. Oh, da liegt was. Oh, hallo Atmos, was führt dich heute zu mir? Wollte sie nicht, dass ich mal zu ihr komme und dann im Zelt mit ihr rede? Toll. Bäume, soweit das Auge reicht. Kannst du sie Kyle grüßen? Ah, ja, ist es. Sie Kyle. Sie Eil. Ich will ein verdammten Kühlschrank. Warum will er mir nur so riesen Sachen verkaufen? Ich glaube es einfach nicht. Meine Güte. Das ist nicht das, was ich möchte. Was macht dieses Spiel eigentlich mit mir? Es entschleunigt zu sehr, um ehrlich zu sein. Vielleicht brauchen wir auch einfach andere Klamotten, damit die Leute mich ernster nehmen. So. Sie sagen jetzt nicht, ey, du siehst so gut aus, ich möchte jetzt einen Mixer. Ich möchte dir einen Mixer schenken. Sonst könnten wir eigentlich nur noch erstmal in die Mine versuchen, so tief wie möglich zu kommen, aber es geht auch nicht, da wir jetzt nicht so viel Geld haben für Ausdauer oder sowas. Und Leben. Okay. War ich heute schon bei den Naturgeistern, wo ich gerade das Wasser, das blaue Gras aufsammel? So. Sind wir jetzt Freunde? Unglaublich.
Oh, den habe ich aber auch schon lange nicht mal gesehen. Kann ja nicht irgendwie mal so ein Plot-Twist kommen und irgendwie ein Yeti oder irgendwie so hier Terror in der Stadt machen. Einzige, was mir jetzt übrig bleibt, wir können jetzt einfach 5 Tage durchschlafen, bis zum Sommer warten und dafür dann die Samen kaufen. Und dann vielleicht irgendwie so lange in der Mine da rumhampeln. Versuche erstmal so tief wie es geht. Also hoffen, dass wir hier sofort was finden. Wenn nicht, dann. Oh, das ist so kompliziert. Oh, das ging schnell. Das wollte ich noch mal kurz machen. So. Kupfererz, okay. Zum Glück geht die Zeit hier nicht um. Das bedeutet, man könnte es immer ein bisschen. Oh oh. Nein, nicht die Mine verlassen. Oh Gott, wie groß. Nice. Nice, das war ein Golderz. Sehr nice. Okay, ab hier gibt es Golderz. Ich muss mal kurz was gucken. Zwei Herzen, 10 Herzen. Okay. Nice Golderz.
Genauso stelle ich mir das vor. Genauso. Ich sehe, komm, irgendwann sitzt hier so ein alter Kauz, völlig verloren, weiß nicht mehr wohin. Okay. Hier gibt es wenigstens Golderz. Das ist sehr gut. Wow! Mithril! Oh mein Gott. Wir wären die reichsten Menschen aller Zeiten hier in diesem Kackdorf. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Das hat sich ja richtig gelohnt. Oh nein, und das meinte ich, jetzt haben wir kaum noch Ausdauer. Kann ich das nicht einfach wegwerfen? Ja. Oh Gott, so viel Honig wie da ist, kriegt er gleich Diabetes. Ebene 10. Oh mein Gott, bald haben wir den Erdkern erreicht. Oh. Steh auf! Ups. Au, Backe. Ah. Ich dachte, die Blumen geben Herzen dazu, um ehrlich zu sein. Ah, wir müssen leider die Mine verlassen. Oh nein, wir haben so viel erreicht. Ah. Aber ich bin erschöpft. Warum wird eigentlich der Mauszeiger angezeigt? Thank you.
Nice, wir haben so viel Gold. Jetzt muss nur noch der Hammer muss einfach nur noch ein Level aufsteigen und die Axt. Und dann können wir die verbessern. Ja, aber um den zu leveln, brauchen wir natürlich Steine. Und hier sind ja nur noch große Steine. Wie sollen vergiss es jedes Mal. Donnerstags 10 Uhr. Okay, wir haben Freitag. Sehr gut. Sehr gut. Wieso hast du keinen Mixer? Wir haben gerade außer Samen nichts für Farm auf Lager. Was ist ein Rabauke? Das Frisbee-Fest. Der Frisbee-Fest steht vor der Tür. Wann? Ein Tag Sommer ab 10 Uhr. Erster Tag Sommer. Mhm. Die schließen mich überall aus, weil die ganz genau wissen, ich kann gar nichts. Die machen nur Feste, wo... Alter, ist die dick. Ihr seid ja alle so groß.
Dafür fehlen noch ein paar EP. Ja, es kostet 3000 Gold. Ich will erst wieder im Sommer Geld machen und dann, obwohl... Nee, komm. Ich frage mich ja, ob die halt Level macht, wenn wir in der Mine die Sachen kaputt machen. Aber eigentlich müsste es ja so sein, oder? What? Pan, paka, pan. Dein Schrittzähler hat jetzt 10.000 Schritte erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Was? Ja, das war's. Nein, es gibt keinen Spezialpreis mehr. Bekommst du nicht. Sei für meine Spezialjubel dankbar. Tschüss. What? Tolle Wurst. Ich hoffe, das gibt den Level und nicht die nur Steine zauern, aber anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Oh oh. Erstmal eine heiße Quelle gönnen. Ah. Komm, gib mir ein bisschen Energie. Ich muss noch mal meinen Hammer leveln. Weil ich will schon gern wissen, was sich hinter diesen mysteriösen zwei Felsen verbirgt. Oder es ist einfach nur Troll und es ist da gar nichts. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Nice. Frag mich, wofür ich das ganze Zeug später noch brauche. Außer für die Werkzeuge.
Wieso ist eigentlich schon wieder die Musik hier weg? Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Steine diesem Hammer keine EP geben. Oder es braucht einfach nur extrem lange. Na gut, gönnen wir uns noch mal ein Bad in der heißen Quelle und suchen mal nach Steinen, die wir mit dem Hammer kaputt machen können. Kann natürlich auch so sein, dass sie das so vorgesehen haben, dass man den Hammer nach und nach leveln muss. Also man kann nicht wie bei der Gießkanne springen von Gießkanne direkt zu Bronze oder Gold, sondern man kann hiermit nur die Steine kaputt machen, aber das ist limitiert, habe ich irgendwie das Gefühl, diese kleinen Steine. Muss sie dann auf Bronze machen, damit man die etwas größeren Steine kaputt machen kann und so weiter. Kann mich aber auch täuschen. Kann auch einfach sein, dass das lange dauert mit dem Hammer. Dafür braucht man nämlich die 2 und hier die 3. Und wir haben nämlich sonst keine kleinen Steine mehr hier, habe ich das Gefühl. Ich wollte schon mal für die Lasagne ein bisschen üben. Hallo. Toll, da will ich hier einmal was zu essen kaufen und dann ist keiner da. Ich bin mal ganz kurz für kleine Königstiger und dann bin ich sofort wieder da.